What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und ja, wieder unterwegs mit dem lieben Quentin. Oh, ein Hillbilly. Da haben wir einen Hillbilly. Das ist ja mal schön. Na gut, ich hoffe, euch geht's gut draußen. Ihr habt Spaß an den Dead by Daylight-Folgen hier bei mir auf dem lieben Kanal. Find das gerade gar nicht so geil. Och, schön. Er weiß aber nicht, dass wir zu zweit waren. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wäre schon ganz nice. Dann können wir uns nämlich hier den Anhook holen. Und Dankeschön. Kommt der wieder zurück, ist die Frage. Nö. Wir machen mal. Wir machen hier einfach mal den Chen. Jo. Leute. Perk-mäßig gleiches Setup wie in der letzten Folge. Darum erkläre ich es heute einfach mal nicht. Denn guckt einfach die letzte Folge, wenn ihr wissen wollt, was es denn alles ist. Ja, würde ich da mal sagen. Falls ihr das nicht sowieso wisst. Und heute habe ich wieder ein Sunny-Kit hier mitgenommen. Nur habe ich ein Insta-Heal drauf. Jetzt kommt halt wieder der Typ dran, ne? Das finde ich eigentlich ja nicht so nice. Ist es auch nicht, Freunde. Ist es eigentlich gar nicht so? Jetzt, ja, aber er tut denn nicht so blöd. Ich bleibe hier mal in der Nähe. Okay, sehr nice. Aber er hätte sich halt vorher schon irgendwie heilen lassen können von mir. Hier ist eine Palette, Freundchen. Ich gehe jetzt mal weg hier. Soll mal weitermachen. Und ich mache auch mal weiter in der Zwischenzeit. Oh. Da hat jemand die Agro gewechselt. Wie denn das auf einmal? Wie kommen wir denn zu dem Spaß? Na gut. Na gut. Er nimmt also die Kettensäge doch schon relativ früh her. Ich hab's gerade nicht überrissen. Nein! Ich wollte nicht droppen, weil ich mir dachte... Ach ja, warum denke ich denn überhaupt, Freunde? Warum denke ich denn? Jetzt komme ich in den Keller deswegen. Ich dachte mir, so easy komme ich darüber und dann zieht der die Kurve, aber sowas von. Ich sollte einfach aufhören zu denken. Hä? Oh mein Gott, ey. Ich dachte mir, ach, die Kurve, die geht ja easy noch. Also, dass ich darüber komme. Die Kurve bekommt er ja nie. Ach, von wegen. Die Kurve ist ihm egal. Das ist ihm einfach egal. Na gut, aber man muss eh ein bisschen was machen. Sind ja auch Punkte hier. Hm? Sind ja auch Punkte hier. So, jetzt geh doch ich mal in die Richtung.
Leute, Leute. Oh, oh. Das war natürlich jetzt wieder wasted time von mir eigentlich. Wasted time von mir, dass ich in die Richtung gegangen bin, aber egal, dann holen wir uns halt die Gen-Punkte. Oh, hallöchen. Ich hole mir auch gern die Heilpunkte. Auch das mache ich gerne, auch wenn ich weiß, dass er natürlich jetzt dann hierher kommt. Aber ist ja kein Schnellauflade-Billy. Das haben wir ja schon mitbekommen. Na, Moment mal, Leute. Oh. Oh. Das geht gerade wieder nicht so geil. Wir müssen mal den Twitch-Streamer hier holen. So, twitchiger Streamer ist runter. Dann Freund der Berge. Ich hole dich natürlich auch. Willst du geheilt werden oder sollen wir hier mal... Ich bin auch für einen Gen. Vielleicht hast du ja Adre. Ach nö, Leute. Was ist denn hier los? Warum sehe ich den nicht? Hä? Oh. Ist wieder hochgeheilt. Ich weiß es nicht, was mit meinen Great Skill Checks ist. Da hatte wohl jemand einen Insta-Heal. Oder vielleicht ein Paletten-Save. Man weiß es nicht. Ich könnte mir einen Insta-Heal gut vorstellen. Jetzt aber Adrenalin. Kein Adrenalin. Kein Adrenalin. Ich habe noch einen Insta. Ich hätte da noch einen Insta. Jetzt warte mal. Ach nö, das ist eigentlich gar nicht so geil hier. Okay, er geht immer noch dahin. Jetzt ist er natürlich sehr weit weg, zwecks dem Insta-Heal. Da wird nicht mehr ganz so viel gehen. Ja. Wir müssen das Ausgangstor mal aufmachen. So. Aufgepasst, Freunde. Wir haben noch Borrowed Time. Auch das darf man nicht vergessen. Ach, nö. Ach, Mano, ey. Was ist eigentlich los? Warum kann ich das gegen den Billy nicht mehr? Ich weiß es nicht, warum ich gegen den Billy überhaupt nicht mehr den 360 zusammenbekomme. Keine Ahnung, Leute. So, ich liege bei einer Palette. Natürlich geht er da jetzt nicht mehr weg, ne? Das war jetzt nicht gut. Warum hast du das jetzt gemacht? Ich habe mich für dich eigentlich geopfert. Für dich. Ich lieg bei einer Palette. Leute, jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich, ja. Wegen so einem Vollpfosten von Streamer, für den ich mich geopfert hätte. Dieser Excel-Light, ja. Wegen dem sterbe ich jetzt. Weil der wenigstens nicht auch noch durchgezogen hätte. Und dann, weil mich dieser nicht runterholt.
Ja, Billy. Ich würde mal sagen, tschüss. Oh, Leute. Leute. GG. Ah, doch nicht. Oh, da geht er. Da geht er. What the hell, ey. Und wieder eins unter Pip. Es ist so unfair, Freunde. Es ist so unfair. Na gut. Aber wir sind zumindest noch raus. Black Pip wäre so oder so gewesen. Auch wenn wir hier gestorben wären. Ah, hat sich der ganze Aufwand eigentlich gar nichts gebracht, ne? Hieß er Excelite, ne? Wenn er mir die Zeit gegeben hätte, dass ich mich wenigstens voll recover, wobei ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass der eine Typ, der mich ja dann doch noch vom Haken gerettet hat, nämlich der da, zumindest das, ja? Danke dafür. Aber der Palettensafe wäre halt auch da gewesen. Naja. Naja, Freunde. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich wieder über deinen Daumen nach oben. Ich freue mich über deine Kommentare. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.